Hallo und willkommen, liebe Leute, zu dem Aufklärungsvideo von den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Und ja, ich fange mal mit dem ersten an. Übrigens, ich habe die so sortiert, dass ich jede Frage, die ich für angemessen hielt, ein Herz gegeben habe, was so ziemlich fast alle waren. Okay, dann fangen wir mal mit der ersten Frage an. Okay, was ist dein Liebling? Spiel auf der Wii U. Das ist Super Mario Maker. Ja, wer hätte es gedacht? So, die Frage kam von LP Leon eben. Die nächste Frage kommt von David Mr. Blaufisch. Kannst du mal wieder Minecraft-Videos bringen? Gerne. Eigentlich hätte ich zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, sogar einen Stream geplant. Ja, die Verbindung ist leider abgekackt und ja, hast du schon mal ein... Oh, warte, das ist pervers. Neue Frage, magst du Schweineschnitzel? Definitiv. Wieso nimmst du mit einer Kamera und keinem Aufnahmeprogramm wie Open Broadcaster auf? Weil ich kein Geld mit YouTube verdiene. Ja, das stimmt auch, aber... Tja, ich habe halt kein Geld dafür. Geile Antwort, ich weiß. Wieso hast du mit YouTube angefangen? War die erste Frage von Danny 2.0. Das ist eigentlich eine Frage, die ich sogar gar nicht mal weiß, warum ich angefangen habe. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich zwei vorherige Kanäle hatte. Warum ich die allerdings eröffnet habe, weiß ich leider nicht. Und die zweite Frage war, und wann kommt wieder ein Stream von New Super Mario Bros. Wii? Wahrscheinlich am Montag, also am darauf kommenden Montag. Am Sonntag kommt das Video an. Ja, dann wird höchstwahrscheinlich ein Stream kommen, aber es kommt halt auf die Lust und Laune an. Welche Spiele wirst du in der Zukunft spielen? Ja, das war jetzt etwas Remix, aber ja, höchstwahrscheinlich Odyssey, wenn ich diese Zeit noch erleben werde. Ja, ich werde auf jeden Fall noch The Legend of Zelda Wind Waker HD spielen, denke ich. Ja, ich habe übrigens keine Sachen, wo ich nebendran noch so die Fragen lese. Okay, mein altes Handy, aber das interessiert jetzt eh keinen. In der Tat. Vielleicht werde ich noch weitere Spiele in der Beschreibung oder nicht in der Beschreibung, vielleicht auch in der Beschreibung dann erwähnen. Hast du eine Freundin? Und wenn ja, ist sie hübsch? Definitiv habe ich eine Freundin und ja, auch wenn manche das eher weniger so sehen, kann sie zocken. Also sie hat Pokémon gespielt, sie kann zocken. Ob gut ist die andere Frage, ich weiß. Sie kann auch gut andere Sachen zocken. Magst du sie? Das wäre jetzt irgendwie komisch, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich hasse sie. Natürlich mag ich sie. Also das wäre irgendwie jetzt komisch, wenn ich geantwortet hätte, ja, dass ich sie gar nicht mag. Das wär's. Willst du Super Smash Bros. Weiter LPen? Wenn ich mich nochmal dazu entscheide, mich zu blamieren in Super Smash Bros., dann ja, dann werde ich das definitiv tun. Wird mir The Legend of Zelda Breath of the Wild kommen? Definitiv kommt dafür noch was. Wie findest du Animes? Ich guck gar nicht so viele Animes. Ich guck höchstens Pokémon-Animes. Und die gefallen mir. Ich habe eine Anime-Folge von Kirby geguckt, aber ja, die mochte ich jetzt nicht so sehr. Wer ist deine Lieblings-Amiibo, also im Besitz? Gute Frage. Der Yoshi gehört auf jeden Fall zu denjenigen, die ich auf jeden Fall mag, auch im Besitz habe. Ja, so eine richtige Lieblings-Amiibo habe ich allerdings sogar nicht. Ja, das mag jetzt manche
sehr wundern, aber ja. Wie kamst du zu YouTube? Die Frage habe ich schon beantwortet von Fu06. Hast du eine Amiibo? Ich glaube, dass ich da definitiv ja sagen kann. Wenn ich die Switch bekommen werde mit Splatoon 2, hast du Lust mit mir einen ewig langen Stream zu machen? Ewig lang gehen muss, weiß ich nicht. Das Interesse noch an Splatoon 2, und da ist dann... Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Okay, die weitere Frage kommt auch von Hosting Inschul bzw. Brünnige. Wer ist dein Lieblings-Pokémon und wer ist dein Hass-Pokémon? Bei Lieblings-Pokémon konnten sich viele schon anhand des Intros einig sein. Es ist Logok. Hass-Pokémon ist... Gute Frage. So ein richtiges Hass-Pokémon habe ich eigentlich nicht. Aber Pokémon, die hässlich sind, hasse ich generell. Also Pomelo. Eigentlich stimmt. Ich bin halt nicht der Pinkman, weil ich das komisch, wenn ich Pink gesagt hätte. Ja gut. Weiter geht's. Wie findest du im Gesamtbild von der Switch und empfiehlst du sie weiter? Also bisher finde ich die Switch halt wirklich ein sehr, sehr tolles Grundkonzept. Zu wenig gute Spiele. Ja, insgesamt kann ich sie aber trotzdem weiterempfehlen, denn bald kommen die größeren Kracher auf, wenn ich mich frage, warum Nintendo mehr auf den 3DS aktuell setzt als auf die Switch. Weil die Switch kann so nochmal heftig floppen. Warum LPst du nicht mehr Super Mario Maker? Ist das LP beendet? Nein! Ich habe nur viele Livestreams gemacht, aber... Das heißt ja nicht, dass jetzt keine Videos mehr kommen. Im Gegenteil, in den nächsten Tagen kommt sogar Super Mario Maker wieder als Comeback. Die nächste Frage kommt auch von Hussein Inschul, nämlich M. Ich glaube, ich habe jetzt viermal Punkt gesagt, aber egal. Frage: Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Klar, natürlich. Die nächste Frage kommt von Kirby RKR. Was ist dein Lieblingsspiel? Ich glaube, die Frage hat noch wer. Wenn ich die Frage finde, dann werde ich sie noch dazu klammern. Und mein Lieblingsspiel von denen, die ich bisher gespielt habe, da gehört eigentlich auch Super Mario Maker dazu. Und die nächste Frage kommt von Hosting Schuhen. Wobei, Legend of Zelda ist auch geil. Ja, viele Spiele mag ich eigentlich. Pokémon Sonne, Oras. Ja, und so ein Müll. Welches ist dein Lieblings-Wii-U-Spiel? Das habe ich ja schon beantwortet. Super Mario Maker. Welches ist dein Lieblings-Switch-Spiel? Also aktuell muss ich sagen, ist Splatoon 2 und The Legend of Zelda Breath of the Wild sehr, sehr hoch bei mir. Ich zähle extra kein Minecraft-Switch auf, auch wenn ich das sehr, sehr aktiv spiele, weil es halt so ist, dass das Spiel auf sehr, sehr vielen Konsolen vertreten ist. Wirst du Skyrim LPen? Wenn ja, darf ich in allen Parts des LPs mitkommentieren. Skyrim ist so eine Sache, ich weiß nicht, was da passiert. Und so wusste ich ja bei Zelda größtenteils auch nicht, aber ich glaube, bei allen Parts, ja, könnten wir machen, wenn ich irgendwann mal mich dazu entscheide, so, ja, machen wir mal Skyrim, so chillig. Ja, weiter geht's mit der nächsten und letzten Frage, glaube ich zumindest, oder? Genau, kannst du im Video zur Facecam wechseln und eine Banane essen? Ja gut, wenn ich nicht so einen Ultra-Hass auf Bananen hätte, dann wäre das sicher kein Problem. Aber ja gut. Jetzt kann man ja natürlich so sagen, ja, du hast Bananen, also eher weniger, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, wenn euch dieses Format gefällt, lasst
lasst einen Daumen nach oben da. Und bei, also falls ihr noch Fragen habt, wo ihr jetzt sagt so, hä, der hat ein Fragenvideo gemacht. Hä, warum war ich da nicht dabei? Obwohl ich jetzt wirklich jede Frage innerhalb von dem Zeitraum was gemacht habe. Auf jeden Fall finde ich es schon ziemlich krass, dass innerhalb von 20 Minuten so viele Fragen schon da waren. Da habe ich mich schon sehr gefreut, diese Fragen zu beantworten. Und auch, dass niemand perverse oder persönliche Fragen gefragt hat. Wenn jemand gefragt hätte, jetzt so, wo wohnst du, dann hätte ich gesagt, Deutschland. Ist ja nicht mal eine Lüge. Also ja. Wenn ihr, wie gesagt, noch einen zweiten Teil hättet, also gerne hättet, dann würde ich mich auf jeden Fall über ein Like freuen. Ein Abo, falls ihr es nicht getan habt, aber es jetzt nicht zwingt. Und vielleicht noch weitere Fragen. So könnten wir noch einen zweiten Teil machen von diesem Format. Oder einen dritten, oder bis ins Unendliche halt. Also, bis dann und ciao.